dass es Staaten gibt, die wir aufnehmen sollten. Sobald sie fit dafür sind, das seien die Staaten des Westbalkans, sagte Kurz im Interview mit RTL und NTV. Die Türkei gehöre jedoch nicht dazu. So der österreichische Regierungschef: Ich glaube, dass ein Beitritt der Türkei falsch wäre. Die Frage der Rechtsstaatlichkeit, der Umgang mit Demokratie, mit Menschenrechten und der Umgang mit Journalisten sei in diesem Land ein großes Thema, Kurz kritisierte. In der Türkei würden politisch Andersdenkende inhaftiert und öffentlich Bedienstete entlassen. Antonia Rados Stellung: Religionsfreiheit sei gut und wichtig, aber das heißt natürlich nicht, dass wir falsch verstandene Toleranz leben sollten. So Kurz: Muslime hätten in Österreich, Deutschland und der Europäischen Union das gute Recht, ihre Religion auszuüben. Der politische Islamismus und jede Tendenz von Radikalisierung hätten jedoch keinen Platz. Kurz, der am 1. Juli die Ratspräsidentschaft der EU übernimmt, will einen besonderen Fokus auf die Themen Sicherheit und den Kampf gegen illegale Migration legen. Er habe mit EU-Ratspräsident Donald Tusk bereits vereinbart, dass wir in diesem Halbjahr beim Außengrenzschutz einen ordentlichen Schritt nach vorne machen wollen, kündigte er an. Mit Blick auf die EU rief Kurz dazu auf, den Staatenbund nicht bloß auf die Positionen seiner größten Mitgliedstaaten zu reduzieren. Die Europäische Union ist, mit Verlaub, mehr als Merkel und Macron. Die Europäische Union besteht aus 28 Mitgliedstaaten, sagte er. Er habe vollen Respekt für die Linie der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er betonte aber: Können wir sehr glaubwürdig sagen, was funktioniert und was nicht, Kurz betonte erneut.